Herzlich willkommen, grüß Gott, hier im Bayerischen Nationalmuseum in unserer Studioausstellung Straßenmusik, fahrende Musikanten und ihre Instrumente, in der wir historische Aspekte des Phänomens Straßenmusik an Instrumenten aus unserer Sammlung und Kunstwerken und dekorierten Gegenständen aus dem Kunstgewerbe zeigen. Die Drehleier ist auch ein ideales Beispiel für die Wanderbewegungen, die Musikinstrumente auf der sozialen Leiter im Lauf ihres Daseins vollführen. Denn im frühen Mittelalter und im Hochmittelalter war die Drehleier in der Kirchenmusik ganz wichtig, im 12., 13. Jahrhundert. Da ist sie, bevor die Orgel sich als Hauptinstrument durchsetzte, das Standardinstrument. Im Hoch- und Spätmittelalter ist sie dann als Tanzmusikinstrument in allen Schichten üblich, aber im 16. Jahrhundert verschwindet sie dann aus der Oberschicht und wird nur noch auf dem Land und in den ärmeren Schichten verwendet und wird im 16. und 17. Jahrhundert zu dem klassischen Bettlerinstrument. Es gibt kein Instrument, das häufiger in den Händen von Bettlern gemalt worden ist als die Drehleier. Die Spielsteine gehören in eine ganz interessante Tradition von geprägten Spielsteinen. Die sind hergestellt wie eine Medaille und die zeigen auf beiden Seiten Musiker, kleinwüchsige Musiker, ein Geiger und auf der anderen Seite die Drehleierspielerin, die mit Augenklappe ausgestattet ist, also einäugig wohl ist und sehr derb und grotesk eigentlich tanzt und zornig die Kurbel dreht und zornig singt. Und das Ganze ist mit einer Beischrift, mit einer Umschrift versehen, die lautet Sic lira sonora ut forma decora. Das wäre auf Deutsch übersetzt so wohlklingend, die Leier, so hübsch ist ihre Form. Also ein in zweifacher Hinsicht zynischer Kommentar, denn die Dame ist als hässlich charakterisiert und die Leier wird als schreiendes, eintöniges Instrument hier diffamiert. Ja, im 18. Jahrhundert entwickelt sich in der adligen Gesellschaft die sogenannte Schäfermode, wo man versucht, sich in die romantisierend idyllisch vorgestellte Welt der Schäfer und Nymphen hineinzuversetzen. Und da werden also Kostüme getragen, es werden die Instrumente der Schäfermusik, und zwar in erster Linie Drehleier und Sackpfeife, gespielt und auch gelehrt und auch in die Hofmusik integriert. Da gibt es dann Lehrer für die adligen Adepten dieser Instrumente. Es gibt eigene Schulen und die berühmteste Drehleierspielerin Frankreichs im 18. Jahrhundert ist mit Maria Leczinska die Ehefrau König Ludwigs des 15. Also das ist wirklich in den allerobersten Kreisen angesiedelt. Ja, die genaue Bau- und Funktionsweise der Drehleier, die schauen wir uns am besten an, wenn die Instrumente nicht in der Vitrine sind. Und das könnten wir in der Werkstatt machen. Wir sind hier in der Möbelrestaurierung, weil bei uns im Nationalmuseum die Musikinstrumente, jedenfalls die hölzernen, von der Möbelrestaurierung betreut werden. Ich möchte ganz gerne kurz erklären, warum wir hier zwei so ähnliche Drehleiern haben. Die eine, diese etwas größere, die gehört zum Altbestand des Nationalmuseums und hat mich schon lange interessiert. Sie ist aber in einem ziemlich unvollständigen Zustand und wir sind dann im Lauf der Vorbereitung auf eine ganz ähnliche in Berchtesgaden im Schloss Adelsheim gestoßen, die noch etwas vollständiger ist und deswegen konnten wir die als Leihgabe noch dazu nehmen und jetzt quasi das Aussehen des Instruments mit und ohne Motorhaube hier zeigen, sodass wir den Blick in das Herz der Drehleier auch in der Vitrine nachher zeigen können. Das Herz der Drehleier ist eigentlich, sind zwei Dinge. Und zwar, ich zeige das mal hier an dieser. Wir haben hier ein rundes Teil mit Saiten. Die Saiten, die sind hier oben im Kopfstück an diesen Wirbeln befestigt. Also es ist ein Saiteninstrument. Es ist genau genommen ein Streichinstrument. Aber kein Streichinstrument, das mit einem Bogen gespielt wird, sondern dieses Rad, das übernimmt die Funktion eines Bogens, indem man hier an dieser Kurbel drehen kann. Und es ist ein Bogen, der niemals endet. Der muss man nicht mit Auf- und Abstrich hin und her bewegen, sondern das Rad erzeugt einen dauerhaften Ton. Das Rad wird übrigens wie ein Geigenbogen mit Kolophonium erstmal eingestrichen, damit es auch greift auf den Seiten. Und dass die hier mit diese Verdickungen haben, das ist Watte, die drum gewickelt wird, damit der Klang etwas
sanfter und satter wird. Sonst klingt es sehr schnerpfend. Und jetzt ist also hier unter diesem Deckel, das ist der Tangentenkasten. Und diese Stifte, die da drin sind, die greifen die Saite ab. Also das Ganze wird in dieser Position gespielt. Und man greift mit der einen Hand diese Tangenten, die werden dann gedrückt. Mit der anderen Hand wird zugleich gekurbelt. Die Tangente kommt eigentlich vom Klavichord her. Also das ist ein kleines Hölzchen, das diese Saite unterbricht, sodass nur das Stück von Steg bis zu der Tangente schwingt. Aber Sie sehen, hier sind zwei Saiten, die durch diesen Tangentenkasten laufen. Es sind also zwei Saiten, auf denen die Melodie gespielt werden kann. Und dann gibt es aber noch andere Saiten. In diesem Fall sind alles drei noch Bordun-Saiten, die also einen dauerhaften, gleichbleibenden Ton von sich geben, der in der Oktav oder in der Quint zur Grundtonart gestimmt ist. Und die müssen nicht unbedingt mitgespielt werden, die können auch stillgelegt werden. Aber das kann ich erst am anderen Instrument zeigen. Und das dritte Element, das hier dran ist, ist noch eine weitere Bordun-Saite. Das ist eine Schnarrsaite. Die wird hier, also wird auch wieder an dem Rad gestrichen. Und diese Bordun-Saite, die ist hier unter einem losen Holzstift durchgezogen, der so ein bisschen in der Waage hängt. Und wenn die schwingt, dann hämmert der auf die Decke und macht dadurch ein Schnarrgeräusch. Also hämmert ganz, ganz in einer ganz schnellen Frequenz. Und das macht also dieses gewünschte Geräusch. Wenn man schneller dreht, dann kommt so ein Schnarrer. Und wenn man kontinuierlich langsam dreht, dann hat man nur die Melodiesaiten und die Bordunsaiten. Und jetzt kann ich hier an unserer etwas zeigen, was an dieser, die noch ihre Saiten hat, fehlt. Also diese Instrumente sind schwer beansprucht worden. Dazu erkläre ich gleich noch was. Sie können hier sehen, die Aufhängung der Bordun-Saiten, die kamen hier aus dem Kopfstück raus, liefen hier am Tangentenkasten entlang, sind hier auf diesem Steg und konnten hier ausgehängt werden. Da hat man sie also gegriffen und hier in dieses kleine Stück gehängt und dann sind sie nicht mehr mit dem Rad verbunden. Hier bei der beseiteten Drehleier kann ich das auch zeigen. An der Schnarrseite, da ist diese Aushebelung noch vorhanden. Die kann man so in dieses Hölzchen hängen und dann sitzt sie nicht mehr auf dem Rad. Jetzt möchte ich an diesen beiden Instrumenten zeigen, was die verbindet. Es ist nämlich auffällig, die sind beide sehr dunkel, haben beide einen späteren Anstrich. Der ist also nachträglich entstanden, aber noch bevor sie aus der Praxis rausgenommen wurden und ins Museum kamen, in ihre jeweiligen Museen. Also diese dunklen Anstriche, die sind stark abgenutzt durchs Spielen. Das deutet also darauf hin, dass diese Instrumente beide schwer beansprucht waren. Ich möchte noch auf einen Bauteil hinweisen, der bei beiden fehlt, aber der bei dieser seine Vorbereitung hat. Das sind diese beiden Leisten, zwischen denen ein breiter, halbrunder Holzspan eingespannt war, der diese Kurbel abdeckt. Also es ist quasi eine Sicherung, dass man nicht die Saiten auf der Kurbel berührt oder dass man nicht mit den Kleidern an das Rad drankommt. Also das gehört eigentlich dazu, ist aber ein Teil, der sehr leicht verloren geht. So, jetzt möchte ich aber zur Bautechnik der beiden Instrumente noch was sagen. Denn also es gibt Drehleiern in sehr vielen Bauweisen. Das ist ein Instrument, das in ganz Europa im Mittelalter sehr verbreitet war und das in allen Regionen unterschiedliche Bauformen hatte. Und in aller Regel sind die aber in der Technik, wie ein Geigenbauer arbeitet, hergestellt. Mit einer Decke. Sie sehen hier bei diesem, dass die Decke sich hier ablöst. Lässt sich auch nicht mehr ohne weiteres dem Korpus verbinden. Da müsste man sehr starke Spannung überwinden. Und normalerweise würde man erwarten, dass der Boden ein Werkstück ist und dass die Zargen, wie beim Geigenbauer, aus dünnen Brettchen geformt sind und das Ganze verleimt ist. Das ist aber hier bei diesen beiden nicht der Fall. Es ist eine ganze Familie, die irgendwo im südbayerisch-österreichischen Raum entstanden sein muss. Es sind vorwiegend in österreichischen Sammlungen Beispiele aus genau dieser Form erhalten geblieben. Und die zeichnen sich alle dadurch aus, dass der ganze Korpus mit Ausnahme der Decke aus einem Stück hergestellt ist. Man kann das ganz gut an der Unterseite sehen. Also hier ist ein durchgehendes Holz, das hier mit dem Kopfstück 1 ist und die Zargen sind aus dem gleichen
Stück. Und man kann auch hier an der Unterseite des Korpus Risse sehen, die ganz eindeutig zeigen, dass das nicht aus Längsholz geformte Späne sind, sondern es sind Risse, die in Richtung des Herzens des Baumes führen. Und da kann man also hier an diesem Bereich ganz gut sehen, dass das aus einem Stück gehauen ist. Also eine sehr aufwendige und technisch eigentlich primitive Arbeit. Trotzdem sieht es von außen so aus, mit diesem Reifen und mit dem Überstand am Boden, als wäre es mit den Techniken des Geigenbauers hergestellt worden. Die ganze Außenseite, also alle Flächen sind dekoriert mit kleinen Kerbmustern. Hier haben wir dieses große ovale Feld mit Kerbmustern hier und wir haben überall kleine oder untiefe geometrische Verzierungen mit einem Zirkel, die aber durch diesen Anstrich völlig überdeckt worden sind. Diese etwas schmalere hat zusätzlich zu dem dunklen Anstrich auch noch ein Blumen- und Rankenmuster. Beides sind im Volksmusikbereich verwendet worden. Von eben bettelnden Musikanten. Davon ist auszugehen. Ja, die Studioausstellung, in der Sie noch weitere Instrumente fahrender Musikanten sehen können und auch hören können, läuft bis Anfang 2024. Und im Nationalmuseum hier gibt es auch eine Dauerausstellung mit Musikinstrumenten.